Hallo Monika, schön, dass Sie meinen Kanal für sich entdeckt haben. Sie haben gefragt, wie ich das Apfelkuchenrezept gemacht habe. Das heißt, wie ich hier diese Tabelle erzeugt habe. Die habe ich durch Zeichnen erzeugt. Wenn ich auf Einfügen gehe, dann habe ich hier die Tabelle und ich habe hier die Schaltfläche Tabelle Zeichnen. Einmal draufklicken und jetzt ist meine Maus zu so einem Stift geworden. Und jetzt durch Drücken der linken Maustaste, man braucht natürlich etwas Übung dazu, ziehe ich mir hier meine Striche. Wo brauche ich noch einen? Da brauche ich noch einen. Hier möchte ich einen runter haben. Sie sehen, man muss ein bisschen Übung haben, aber dann funktioniert es. Jetzt brauche ich hier noch zwei Striche. Da und da. Dann sollen die Striche hier durchgehen. Hier sollen sie durchgehen, bis da und hier soll es nochmal geteilt werden. Und schon ist meine Tabelle fertig. Hier habe ich dieses jetzt auch, die Tool-Tabelle zeichnen. Wenn ich fertig bin, kann ich den Stift wieder ablegen. Wenn ich eine Linie falsch gezeichnet hätte, das heißt, ich habe jetzt hier, ich nehme mir nochmal Tabelle zeichnen, ich habe jetzt hier noch einen Strich durch, den ich gar nicht brauche, dann schnappe ich mir hier das Radiergummi und radiere den Strich einfach wieder weg. Also mit diesen Tools, Tabelle zeichnen und Radierer, da habe ich das für den Apfelkuchen erzeugt. Probieren Sie es mal aus. Man muss erstmal so ein bisschen Fingerspitzengefühl dafür bekommen, aber dann funktioniert es wunderbar. Monika, ich denke mal, das war's und ich wünsche Ihnen guten Appetit beim Apfelkuchen. Sie haben ja geschrieben, das nächste Wochenende steht bei Ihnen Apfelkuchen auf dem Tisch. Viel Spaß und guten Appetit. Tschüss.